Hallo an alle zusammen, ich nehme Husams Herausforderung an. Zuerst möchte ich mit euch seine Herausforderung formal untersuchen. Es wird gesagt, dass es sich um eine Herausforderung handelt. Fakt ist jedoch, dass die Kommentare deaktiviert sind und dem Zuschauer nicht einmal die kleinste Gelegenheit gegeben wird, einen Kommentar abzusenden oder seine Meinung ihm zu zeigen. Ich meine, man könnte wenigstens die Kommentare mit einer Genehmigung erlauben lassen, aber wie dem auch sei, kommen wir zum Inhalt des Videos. Ich sage jetzt schon einmal, die Theorie Husams ist wie ein Kartenhaus und das Video besteht aus sehr, sehr schwachen Argumenten. Sein Ziel ist es allgemein zu zeigen, dass der Koran den Anspruch erhebt, dass Jesus Gott ist. Da kann ich jedenfalls nur eins zu ihm sagen: Bleibe du bei deiner eigenen Religion und bei deiner eigenen heiligen Schrift und vermische die Religionen nicht. Der Koran sagt ausdrücklich, dass niemand Gott gleicht und dass er weder zeugt noch gezeugt worden ist. Der Koran behauptet, dass Gott für den Menschen unvorstellbar ist, und sagt ganz ausdrücklich, dass Jesus nicht Gott ist. Nachdem ich dies klar gemacht habe, kommen wir nun zu Husams weiteren Behauptungen. Er sagt, dass ein sündenloser Mensch vollkommen ist. Er sagt dann auch noch, dass es keinen vollkommenen Menschen gibt, und wenn doch, dass dann dieser Gott oder wie Gott ist. Denn er sagt, dass ein Name Gottes der Vollkommene heißt. Aus diesem Grund darf man, gemäß ihm, nicht behaupten, dass Propheten sündlos waren, weil diese dann Gott sind. Und hier fängt schon der erste Fehler von Husam an. Vollkommen ist nicht jemand, der keine Sünden hat, sondern nur Gott. Vollkommen heißt, dass man erstens unabhängig ist. Und nur Gott ist von allen Sachen unabhängig, sowohl von weltlichen, als auch von anderen Sachen, wie zum Beispiel Essen, Schlafen, Gehen, Laufen, etc. Und das war zum Beispiel Jesus nicht. Außerdem heißt Vollkommenheit ohne Makel. Das heißt, Gott ist makellos. Da Jesus jedoch einen menschlichen Körper hatte, kann dies bei ihm nicht gesagt werden. Gott jedoch hat gemäß dem Koran ein Aussehen, in Anführungszeichen, das für uns Menschen unvorstellbar ist. Und das nennt man eben makellos. Hiermit wäre die Herausforderung und somit die Videoantwort schon längst beendet. Da es jedoch schon so sehr spaßig ist, setze ich fort. Ich habe eine allgemeine Frage an Husam. Wenn er sagt, dass Vollkommenheit heißt, dass man keine Sünden hat, dann ist es ja auch so, dass, also es ist ja auch wohl bekannt, dass Maria und die Engel keine Sünden haben. Eine Frage an Husam. Ist dann Maria und sind dann die Engel Gott? Fragezeichen. Jedenfalls, die Basis des Videos ist, wie schon gesagt, dass Jesus gemäß dem Islam sündenlos ist. Als Beweise dafür zeigt uns Husam zwei Quellen. Die eine Quelle ist aus dem Koran, die andere aus einer Überlieferung. Der Koranvers, auf den er sich bezieht, ist Sure 19, Vers 19. Dort sagt Gott, dass er Maria einen reinen Sohn beschert. Husam sagt daraufhin, dass es ein Anzeichen dafür ist, dass Jesus von der Geburt an ohne Sünden ist. Fakt ist jedoch, dass Husam hier leider das Christentum mit dem Islam verwechselt. Im Islam ist es so, dass alle Neugeborenen rein und ohne Sünden sind. Gemäß dem Islam werden alle Menschen als Muslime geboren. Und wenn ein Neugeborenes stirbt, kommt es nach unserer Auffassung nach gleich ins Paradies, da es sündenfrei ist. Also ist die Beschreibung, dass Jesus in Reinheit geboren wurde,
nichts Besonderes. Husam sagt, dass wir von der Geburt aus alle Sünder sind. Dies passt eben nicht zum Islam. Ich rate Husam dringend, sich mit dem Islam zu beschäftigen und sich zuerst an und sich zuerst Wissen anzueignen, bevor er peinliche Videos dreht. Husam schließt dann noch aus dem Vers, dass Jesus sündenlos ist, von der Geburt bis hin zu seinem Tod. Fakt ist, dass so etwas in diesem Vers überhaupt nicht steht. Im Vers steht nur, dass Jesus rein ist in dem Sinne, dass er dem Pfad Gottes folgt. Wenn man weiterhin im Koran sucht, findet man, dass Frauen gemäß zum Beispiel Sure 2 Vers 222 in einem lauternen bzw. reinen Zustand sich befinden können und in Sure 3 Vers 42 heißt es, dass Maria rein ist. Und in Sure 33, Vers 33 sind auch andere Menschen rein. Frage an Husam: Sind diese Leute, die ich gerade eben erwähnt habe, Gott, weil sie im Koran als rein bezeichnet werden? Was wir ausdrücklich und ohne Zweifel sehen können, ist, dass dieses Reinsein nichts Besonderes ist. Und wie schon gesagt, müssten wir gemäß Husams Logik annehmen, dass Maria, die Frauen und die Männer Gott sind, nur weil sie als rein bezeichnet werden. Kommen wir aber schlussendlich zum Hadith, also zur Überlieferung. Er zitiert die Überlieferung, in dem berichtet wird, dass Jesus bei seiner Geburt nicht von Satan berührt wurde. Dies heißt jedoch nicht, dass Jesus dementsprechend sündenlos bzw. keine Fehler begeht. Also das heißt nicht, dass Jesus für alle Zeiten keine Sünden oder keine Fehler begeht. In der Überlieferung steht nur, dass Satan Jesus nur bei seiner Geburt nicht angerührt hat. Das heißt nicht, dass es für alle Zeiten so sein muss. Gemäß Sahih Muslim, das 33. Buch und Überlieferung 6429, wurde auch Maria bei ihrer Geburt von Satan nicht angerührt. Ist sie also auch Gott? Und was ist mit Johannes dem Täufer? In einer Überlieferung heißt, dass Johannes der Täufer bei seiner Geburt auch nicht angerührt wurde. Husam, sagst du dann, dass er sündenlos und somit vollkommen und somit Gott ist? Und in Sure 3 und im 33. Buch und in der Überlieferung 6429 von Sahih Muslim heißt es auch, dass Adam nicht von Satan angerührt worden ist. Heißt es, dass auch er gemäß Husams Logik sündenlos und somit vollkommen und somit Gott ist? Es gibt eine Überlieferung, in dem Jesus Fehler macht. Jesus sieht einen Menschen und bezichtigt ihn deswegen, weil er etwas gestohlen hat. Fakt ist jedoch, dass der Dieb dann, also in Anführungszeichen der Dieb dann sagt, dass er nichts gestohlen hat und bei Gott schwört. Daraufhin sagt Jesus, dass dieser Mann recht hat und dass seine Augen ihn getäuscht haben. Also begeht nach dieser Überlieferung auch Jesus Fehler. Und diesen möchte Husam im Islam als Gott darstellen lassen. Am Schluss rät er uns, Jesus zu folgen. Und nicht Mohammed oder einem anderen, weil diese angeblich Fehler und Sünden begangen haben und nur Jesus nicht, was wir gerade eben untersucht haben und was leider Schwachsinn ist. Aber ich stimme ihm zu, wir alle Menschen müssen Jesus folgen. Denn Jesus wollte, dass wir den einen Gott anbeten und dem einen Gott dienen. Wie es auch der Prophet Abraham und wie es auch der Prophet Mohammed, Friede sei mit allen Propheten, wollten.
Dass Jesus aber Gott sein soll, habe ich schon in einem anderen Video biblisch widerlegt. Ansonsten bedanke ich mich bei euch für eure Aufmerksamkeit und dass ihr mir zugehört habt. Und ich wollte auch in diesem Video ganz kurz allen Menschen eine Botschaft geben. Wenn jemand wie Husam jetzt zum Beispiel hier eine Theorie aufstellt, dann muss man das nicht gleich hinnehmen, sondern auch untersuchen und hinterfragen. Ich habe zum Beispiel diese Theorie hinterfragt und untersucht und bin zu dem Entschluss gekommen, dass seine Theorie wie ein Kartenhaus ist, das mit einem Pusten gleich in Stücke fällt. Lasst euch nicht immer von Menschen beeinflussen. Ihr müsst alles untersuchen, was man euch sagt. Ihr müsst alles hinterfragen. Und ihr müsst nicht immer alles hinnehmen, nur weil etwas sehr brillant oder sehr gut oder beziehungsweise auch sehr aufschlussreich sich anhört. Das war meine Botschaft an euch. Wir haben gesehen, dass es auch eine Überlieferung gibt, in dem Jesus Fehler macht und dass diese Reinheit nicht heißt, dass Jesus für immer sündenlos ist. Und wir haben auch gesehen, oder ich habe euch auch erklärt, was Vollkommenheit heißt. Und zwar nicht nur, dass man keine Sünden hat, sondern dass man unabhängig von der Welt ist, unabhängig von weltlichen Sachen, von anderen Sachen, von Gehen, Schlafen, Trinken, Notdurft und solchen Sachen. Und das kann bei Jesus nicht stimmen. Er wurde von anderen Menschen beeinflusst, war nicht unabhängig und er hatte einen menschlichen Körper, also auch Makel und die Bedürfnisse, die ein jeder Mensch hat. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Video, sage ich mal.